Ja moin, bevor ich jetzt lange rumlaber, wir fangen jetzt direkt mal an. Neue Videoreihe, es gibt erstmal ein paar Stimcaps in den Kopf. Und Zitrone. Dann machen wir schon mal die erste Runde Cardio. Dann erkläre ich euch, worum es hier geht. Also bis gleich. Good? So, Runde Nummer 1. Jetzt, wir sind im Gym nebenan, im Marina Gym. Mache ich morgens immer mein Cardio. Und jetzt ballern wir erstmal eine halbe Stunde Stairmaster eine Runde. Dann gibt's Stretching, Vakuumtraining und dann geht's zum Frühstück. Beim Cardio ist immer die perfekte Zeit, um die Kunden durchzugehen, die Coachings. Jetzt gestern neue Kunde angemeldet. Kann ich jetzt direkt mal hier rein switchen, schauen, was er bisher so gemacht hat. Current Diet, wie er bisher trainiert hat, was sein Ziel ist, die ganzen Bilder und so weiter und so fort. Dann gehe ich das durch, fange an zu rechnen und dann geht's in die ersten Pläne. Ja, wie ihr sehen könnt, ist es in Dubai so heiß und schwül, dass meine Kamera beschlägt, wenn ich sie anmache. Das war jetzt meine Morgenroutine. Ich bin schnell in den Einkaufsladen und kaufe ein bisschen Gemüse ein. Und da seht ihr hoffentlich wieder was. Junge, Junge. Das triggert schon ziemlich hart, die Brownies hier. Da gibt es eine Runde Loki. Das ist wie eine Zucchini, aber eigentlich ist es ein Kürbis. Übelst gute Nährwerte. Was gibt es hier noch alles Gutes? Das kostet jetzt für 2 Kilo 4,5 Euro. Also 1 Kilo 4 Dirham ist 1 Euro. Dann haben wir hier 2,50, sind knapp 5 Euro für 2 Kilo stabile Loki. Salat. 1,50. Der sieht schick aus, den nehmen wir mit. Also falls ihr euch fragt, wie teuer das Leben in Dubai ist, ist es ungefähr wie in Deutschland. Der Joghurt ist ein bisschen teurer, Gemüse ist ein bisschen günstiger, Fleisch ist ein bisschen günstiger, Miete ist ungefähr gleich. Alles in allem kostet es in Dubai genauso viel wie in Deutschland auch. Gibt es jetzt keine Unterschiede zwischen Lebensmittel, Miete und wir wohnen in einer ziemlich guten Ecke. Wenn man das mit einer normalen Stadt vergleicht, zahlen wir knapp 1400 Euro im Monat für eine richtig schicke Wohnung. Das würde man in Deutschland genauso bezahlen. Hier ist alles sehr, sehr viel einfacher. Sehr viel zugänglicher, offener, schneller. Also im Grunde genommen schon geil. Yo, Frühstück ist fertig. Meine Dame hat schon ready gemacht. Gibt Eier, bisschen Frühlingszwiebeln, Chicken und ein paar Reiswaffeln dazu. Darum geht's aber eigentlich gar nicht. In den Videos, die jetzt folgen, filme ich jeden Tag das neue Training, was wir machen. Ich war wieder Schlaukopf, Besserwisser und habe ein paar Studien gelesen und glaube, dass ich eine ziemlich geile Idee habe, wie ich mein Training umbauen und umstellen kann. Wir werden teilweise zweimal am Tag trainieren gehen. Heute allerdings nicht. Heute ist Brust, Waden und Adduktoren dran. Da werden wir nicht zweimal trainieren gehen. Aber morgen ist ein typischer zweimal Trainingstag. Da machen wir erst morgens Hamstrings und abends nochmal Rücken. Da gibt es dann Personal Training und so ein Kram. Heute ist ein Training, das machen wir mit Brust. Ich stelle euch so ein bisschen das Essen vor, die Supplements, die ich dazu brauche. Mehrere Mal schlafen, Regeneration, der ganze Kram, was dazu gehört, weil sonst kriege ich das nicht regeneriert. Wir werden uns nämlich ziemlich geil aus dem Leben schießen. Jetzt erstmal guten Appetit. Gute Neuigkeiten. Die gibt's bald wieder und ich freue mich tierisch. Dauert vielleicht noch ein bisschen, aber wir sind da dran. Gibt's ein geiles Comeback. Das wird ein Fest. Das gibt's erstmal auf mein Peanut Rice Cream Schoko Erdnuss Karamell Whey. Und zwar eine richtig dicke Ladung. Wir haben hier nämlich 3 Portionen Rice Cream. Das heißt, wir brauchen mindestens 90 Gramm Eiweiß. Also wir haben jetzt Rice Cream Erdnuss plus Erdnuss Karamell Whey. Mehr sexy geht nicht. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ihr könnt jetzt 10% sparen bei Garnicus. Ab heute, Leute, ist es offiziell. Ich arbeite mit Garnicus zusammen.
Und wie ich schon in den Instagram-Stories erwähnt habe, wenn ihr aufgepasst habt, Garnicus arbeitet nur mit Produkten, die mit Studien bewiesen sind. Das ist mir unheimlich wichtig. Ich habe es in den Stories schon erzählt, es gibt für mich nichts Wichtigeres, als dass die Supplements, die ich benutze, auch funktionieren. Also ab sofort, wie gesagt, gönnt euch mal Erdnuss Caramel Whey und später erzähle ich noch ein bisschen was über den Booster. Der ist nämlich richtig krank. Der ist ungefähr doppelt so hoch dosiert wie die anderen durchschnittlichen Booster, die ihr so kennt. Aber alles zu seiner Zeit, ich mische jetzt hier einen ab und dann sehen wir uns gleich in Richtung Training. So, jetzt machen wir uns mal bereit fürs Gym. Es gibt hier erstmal eine ordentliche Ladung Stoff ins System. ERAs hier, ordentlich. Ein Scoop, noch ein Scoop. Schön dicke Ladung da rein. Und jetzt probiere ich heute das erste Mal den Galenicus Pump. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen ängstlich. Das ist hier schon eine ordentliche dicke Ladung für solche Worte von nehmen. Machen wir mal direkt zwei Scoops hier. Dass da direkt ein bisschen Feuer in die Kiste kommt. Das Ding hat doppelt so viel Wirkstoff wie normale, durchschnittliche Pump-Booster. Ich bin kein Stim-Typ, ich mag Koffein nicht so, aber über 8000 Milligramm Citrullin drin. Dann kommen da nochmal 4000 Milligramm Arginin-Nitrat dazu. Ist richtig grober Scheiß drin. Okay, darf ich nicht vergessen. Noch eine ordentliche Ladung Salz. Intra. So, das müssen so 4 Gramm sein. Dann noch ein bisschen als Pre-Workout. Dann geht das ab ins System und heute explodieren wir mal eine Runde. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Und es endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Wir finden was Schickes für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. So, es geht los. Wir machen uns jetzt mal ein bisschen warm hier. Und ich versuche euch währenddessen zu erklären, was wir heute machen. Ich habe ein neues Trainingssystem, was ich gerne ausprobieren will. Ich habe 2 Nächte damit verbracht, Studien zu lesen, Berichte, Analysen, Wissenschaftler, die sich gestritten haben. Und ich finde es ziemlich interessant, dass man bis zu 30% mehr Hypertrophie, also Muskeln aufbauen kann, wenn man die Full Range of Motion trainiert plus im gedehnten Bereich bleibt. Das heißt, wir versuchen, in einem Arbeitssatz all out zu gehen, und das möglichst in der Dehnung. Kurz gesagt, wir versuchen, dass am gedehntesten Punkt des Muskels die meiste Last ist. Dafür gibt es verschiedene Geräte, dafür gibt es verschiedene Übungen. Die machen wir heute und das machen wir jetzt eine ganze Woche. Wir werden teilweise doppelt am Tag trainieren. Morgens werden wir Cardio machen, dann die erste Trainingseinheit, gegen Nachmittag die zweite Trainingseinheit. Wir versuchen quasi das absolute Optimum rauszuholen, während wir mittags schlafen, uns optimal ernähren, Supplements hochfahren, also alles auf Maximum machen für eine Woche. Und dann am Ende der Woche gibt es ein Resümee. Ich hoffe, ihr verfolgt die Videos und findet es interessant. Wenn ihr Bock habt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich höre jetzt auf zu labern und wir machen immer eine Übung bzw. einen Satz zusammen. Ich erzähle kurz was, warum ich das mache und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr darauf Bock habt oder nicht. Dennoch, es geht ein bisschen mehr als nur um Training, es geht um Supplements, es geht um die Ernährung, es geht um Timings, Cardio, Erholungsphasen, Schlaf. Alle diese Sachen machen wir jetzt quasi in dieser Videoreihe und da gibt es für jeden Trainingstag ein Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß und jetzt geht's los. Also eine Sache ist sicher, der Booster schiebt ohne Ende. Ich habe jetzt die erste Übung durch. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber da ist richtig Blut drin. Jetzt zur Übung. Wir fangen mit den Fliegenden an. Mit der fange ich immer an. Das ist meine absolute Lieblingsübung. Und hier haben wir die Möglichkeit, hier sind wir relativ frei mit den Kabeln und gehen richtig tief. So tief wie es geht. Voll in den Stretch. Brust raus. Brust richtig groß machen. Einatmen. Schulterblätter nach hinten ziehen. Und vom tiefsten, gedehntesten Punkt gehen wir hoch und schieben voll durch. So lange, bis wir nicht mehr können. Bis wir quasi Wiederholungsmaximum erreichen. Und ab dann geht's Partials. Teilwiederholungen, aber immer aus der gedehntesten Position raus, das ist ganz wichtig. Und das machen wir wieder und wieder und wieder für insgesamt 4 Sätze, beziehungsweise 5 Sätze. Ich habe 2 Warm-Up gemacht, einen Arbeitssatz, einen richtigen Knaller, Failure und jetzt kommt noch im Anschluss einer der, lass es mal Back-Off-Sets nennen, bisschen kontrollierter, bisschen weniger Gewicht. Wir werden es nicht schaffen, mit demselben Gewicht dieselben Wiederholungen zu machen, falls doch, dann hast du halt trainiert wie eine Fotze. Dann hast du den Satz nicht richtig gemacht. Wenn du dich richtig abgeschossen hast, schaffst du es nicht, den nächsten Satz genauso gut zu performen.
Zweite Übung ganz klassisch. Schrägbank, Multipresse bzw. Brustpresse. Kann ich mich richtig schön in die Dehnung reinziehen. Hier ist alles sicher, hier kann ich mich nicht verletzen. Voll in die Dehnung unten rein, maximales Gewicht und dann oben rausgezimmert, soweit wie es ging. Wieder so tief wie es ging, an dem Punkt, wo wir versagen. Das heißt, die Wiederholung nicht mehr komplett ausführen können. Also keine Full Range of Motion. Und dann geht es auch wieder hier an die Partials, an die Teilwiederholungen. Tief runter, voll in die Dehnung, kurz halten, wirklich Kontrolle dabei. Unten wieder raus, batsch, bis nicht mehr geht. Tief gehen, schön führen, den Muskel lang ziehen lassen, voll in den Stretch, volle Kanone in den Stretch. Wir müssen versuchen, den Muskel innerhalb des Stretches maximal kaputt zu machen und dann mit Gehirn unten rausschieben und wieder in die Dehnung. Loaded Stretch und wieder. Und das scheint die Muskulatur in der gedehnten Position kaputt zu machen, plus in der Schubposition bzw. in der Kontraktionsposition. Jetzt haben wir nicht nur die Möglichkeit, dass wir den Muskel maximal kontrahieren auf dem kompletten Weg. Wir zerreißen ihn auch noch, während wir ihn dehnen. Das ist so die ganze Philosophie hinter diesem Ding. Das Geile ist, das zerschießt dir den Kopf nicht so. Also dein Nervensystem ist nicht so kaputt. Aber du merkst, der Muskel ist nach 3 Sätzen einfach matsch. Da geht nichts mehr. Jetzt im nächsten Satz, den ich mache, bin ich mir 100% sicher, kann ich das Gewicht um 30-40% reduzieren. Da ist Ende. 100% Ende. Junge, bin ich gefickt. Dritte Übung, Flachbank, Kurzhanteln. Hier komme ich absolut maximal in den Stretch. Es ist jetzt keine Übung, die ich besonders geil finde. Ich hasse Kurzhanteln eigentlich. Aber das ist halt optimal. Wir haben hier in der gedehnten Position absolut volle Last. Physikalisch gesehen haben wir linearen Druck, also das Gewicht ist genau gleich schwer von oben nach unten. Optimal für die Übung, voll in den Stretch gezimmert, voll im Stretch geblieben für eine Sekunde oder zwei. Und von ganz unten so weit raus, wie es ging, bis es nicht mehr ging und dann unten rausgeschoben. Und diese Teilwiederholungen aus der gedehnten Position sind so dermaßen ekelhaft. Ich muss echt aufpassen, dass ich da korrekt schiebe und nicht anfange zu wippen und zu pushen. Ich glaube, da kann man sich viel verletzen. Wenn man das Gewicht einfach reinfallen lässt in die gedehnte Position und dann rauspusht, glaube ich, passiert Haufen Scheiße. Deswegen wirklich aufpassen, kurz stoppen, 1-2 Sekunden und kontrolliert aus der gedehnten Position drücken. Ich habe einen Pump, das ist echt asozial. Ich spüre meine Brust null, die ist voll, die ist dicht. Letzte Übung für die Brust und um ehrlich zu sein, die absolut dümmste Übung, finde ich, die man machen kann. Fliegende mit den Kurzhanteln. Nicht, weil die Übung schlecht ist an sich, sondern weil das Kraftprofil oder die Kraftkurve einfach so dermaßen schlecht ist. Man hat in der untersten Position maximale Last, da reißt dann fast die Brust ab und wenn du oben durchgedrückt bist, da ist einfach keine Spannung. Hier oben ist null, da ist nichts. Also für das komplette Kraftprofil ist die Übung totaler Schrott, aber für das, was wir heute vorhaben, perfekt. Weil wir an der gedehnten Position die absolut maximale Last haben. Genau deswegen machen wir die jetzt auch. Meine Brust ist absolut tot. Dieser Booster, da ist einfach voll. Voll. Wenn man sagen kann, es gibt überdosierte Booster, dann ist der überdosiert. Da ist alles drin, was irgendwie Blut und Nährstoffe schiebt. Kein Scheiß. Auf jeden Fall, ich habe jetzt ein bisschen leichter Gewicht genommen. Ich habe jetzt 15 Kilo genommen und bin unten geblieben für 2-3 Sekunden, so tief wie es ging. Eingeatmet, Brustkorb groß gemacht. Durchgeschoben, bis ich gemerkt habe, okay, hier habe ich keine Spannung mehr und dann direkt wieder in den Stretch. Es macht keinen Sinn, da durchzudrücken, weil da oben ist halt Urlaub, so da ist nichts, da ist kein Druck. Davon gibt es auch nochmal 2 Sätze on top, dass wir insgesamt 4 Sätze haben und dann geht es tatsächlich an die Waden. Die müssen jetzt wieder trainiert werden. Nach 6 Jahren trainiere ich wieder Waden und Adduktoren, die kommen auch noch dazu. Brust, Adduktoren und Waden gibt es montags ab sofort. Ja, bevor wir jetzt irgendeine Wissenschaft hier aus dem Wadentraining machen, es gibt genau 2 Übungen, die Sinn machen. Das ist einmal im Sitzen, einmal im Stehen, weil es 2 unterschiedliche Arten der Wadenköpfe trainiert. 4 Sätze pro Übung, so tief runter wie geht, so weit hoch wie geht, selbes Prinzip, weniger Rumgelaber. Den Rest, jetzt mal, ich sei denn da auf den Kopf gefallen, also ne, jetzt werden ein bisschen Waden geballert. Adduktoren schieben wir dann auch noch hinterher, machen wir 5-6 ordentliche Sätze, bis wir nicht mehr laufen können. Dann ist das Ziel erfüllt und dann gibt's Happa Happa. Ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt zwischenzeitlich noch eine Mahlzeit gegessen. Es waren Shrimps, Gemüse und Reis. Und jetzt gibt's gleich meine Lieblingsmahlzeit. Kartoffeln mit Rind und Ketchup.
richtig deutsch. Kartoffel, Ketchup, Rindfleisch. Davor gibt es aber noch Rice Cream mit dem neuen Whey. Hab ich auch noch nicht probiert. Peanut, Double Peanut, Karamell gibt es dann in den Kopf. Adduktoren, die Übung für echte Männer. Wir haben jetzt 6 Sätze. Kleine Gemeinheit, wir versuchen, wenn wir nicht mehr können, nochmal extra schön mitzuziehen. Also wir drücken unsere Beine noch extra auseinander. Weil die Übung schon so schön ist, machen wir sie noch ein bisschen schöner. Und wir machen das Ding bis zum bitteren Ende. Bis wir nicht mehr nach vorne kommen. Und dann halbe, genauso wie bei der Brust. Wir nehmen diesen Muskel genauso ernst wie die Brust. Ernsthaft. Ist nicht zu unterschätzen, der Adduktor, vor allem Adduktor Magnus, das ist dieser Muskel, der dazwischen beiden Oberschenkeln sitzt, der macht schon einiges an Volumen. Also wenn du dünne Pommes-Pieker hast, dann machst du ein paar bisschen Adduktoren dazu, dann sehen die Beine ein bisschen dicker aus, auch wenn sie trotzdem dünn sind, aber die sehen dicker aus. Und mein Papa hat immer gesagt, Bodybuilder haben kleine Penisse. Das liegt aber daran, weil die Beine so dick sind. Also wenn du denkst, du hast einen dicken Penis, dann hast du keinen dicken Penis, sondern du hast dünne Beine. So, jetzt kommt eigentlich der Moment, um den sich mein ganzes Leben dreht. Puh, es gibt endlich mein Rice Cream. Oh Mann, geil. Dazu gibt es noch einen Haufen Stoff in den Kopf. Ich habe hier schon vorgepackt, einmal Omega-3. Dann gibt es Readapt-Kapsel mit Ashwagandha, Stress senken, Magnesium ist drin. Es gibt jetzt erstmal in die Birne hier. Noch ein Gruß an Tim Budesheim für seine Pillenpackungen. Jetzt habe ich nichts zu trinken. Genau. Das kommt in den Kopf. Rice Cream hinterher. Und dann gibt es eine fette Mahlzeit. So, willkommen im Büro. Übrigens habe ich hier ein Laufband drin, das heißt, ich kann ein bisschen meinen Wabbelarsch bewegen. Jetzt ist Zeit für ein paar Analysen. Ich habe mir jetzt hier eine Fitbit gekauft vor ein paar Tagen, die war im Angebot für einen Huni. Fitbit Sense heißt das Ding. Und da habe ich jetzt einen Haufen Daten auf dem Handy. Wir versuchen jetzt mal ein bisschen zu tracken. Ich bin übelst der schlechte Schläfer. Ich mache euch direkt mal hier einen Screenshot. Und zwar, ich habe mir gestern das allererste Mal einen Sleep Booster reingeknallt. Da ist drin 3000 Milligramm GABA, Melatonin, 5 HTP, Tryptophan, L-Dopa und ich habe fast 10 Stunden gepennt. Also krank. Ich mache euch hier mal einen Screenshot. Packt das hier rein, das seht ihr dann hier irgendwo. Richtig geile Nummer. Mein Schlaf zu heute war ein bisschen schlechter. Heute habe ich 7,5 Stunden geschlafen ungefähr. Ist okay. Mache ich euch auch mal ein Screenshot, packe ich euch auch hier rein. Jetzt geht es aber darum, und das ist gar nicht so unwichtig, Kalorien, die ich verbrannt habe. Und zwar haben wir heute, ich packe das hier mal rein, 3830 Kalorien verbrannt, 6 Kilometer gelaufen, fast 10.000 Steps. Ich mache jetzt gerade noch ein paar extra, die kommen jetzt noch on top. Also ich werde vielleicht bei 11.000, 12.000 rauskommen oder so. Und ich habe noch ein paar Mahlzeiten. Ich habe in meiner eigenen App, also in meiner Coaching-App, in der ich meine Kunden betreue, mich selbst einmal als Kunde angelegt, habe meinen Nutrition-Plan da drin. Das sind jetzt meine aktuellen Kalorien. Da mache ich euch auch mal einen Screenshot und lade euch das hier rein. Seht ihr dann auch. Da sind alle Mahlzeiten gelistet, aufs Gramm genau, Makronährstoff genau, alles getrackt. Da drin ist auch getrackt Schlaf, Stress, Verdauung, wie viele Steps ich mache, wie viel ich trinke, mein Training mit Videos, mit allem drum dran. Also die App ist halt assi krass. Ich hatte keinen Bock mehr auf dieses amateurhafte Billo-WhatsApp-Coaching, wo du dann irgendwie 300 Jahre lang irgendwie einen Chat durchsuchst, wo du was geschrieben hast. Wir haben eine App gebaut, wo wirklich alles getrackt wird. Da hat jeder Athlet zum Sonntag oder zu einem gewissen Tag ein Check-in und dann gibt er ein Stresslevel 1 bis 10, Verdauung 1 bis 10, Wellbeing, also wie er sich fühlt, Progression, also ob er sich verbessert hat im Gym, wie die Diät funktioniert hat. Alle Daten, das sind 15 Fragen jedes Mal und ich habe die direkt auf dem Screen. Das wird alles mit Bildern, mit Gewicht, alles analysiert, in Daten, mit Diagrammen. Und ich bin so ein kleiner Hobbyprofessor. Ich
kann ich das einfach mal zeigen. Ein Check-in, ich öffne einfach mal den Check-in von, wen kann ich denn hier öffnen, wer da nichts dagegen hat, Saskia. Saskia, da steht jetzt alles drin, alle Sachen mit Bildern, mit Videos. Da kann ich jetzt sehen, Quality of Sleep, Stress, Hunger, Recovery, Energy, how much did you drink, Digestion, Steps. Ich mache euch einfach mal einen Screenshot. Leute geben mir ihren Körper in die Hand und dann text ich ein bisschen WhatsApp mit denen rum, das ist nix. Ich will zu 100% sicher gehen, dass ich alle Sachen so gut ich kann, machen kann. Und das hat nichts mehr mit WhatsApp oder Telegram zu tun, tut mir leid. Wir sind im Jahre 2023. Nichts gegen die Leute, die immer noch mit WhatsApp arbeiten. Vielleicht haben die nicht die Möglichkeit, eine App zu machen. Vielleicht nehmen die es nicht ernst oder machen das nur nebenher, aber es ist mein Hauptjob und ich liebe das, also habe ich es optimiert. So, jetzt aber wie versprochen gibt es hier mal eine Mahlzeit. Hier gibt es die Shrimps, ich liebe die Dinger. Und Salatfeld, Salatkopfgerecht, ein Salat, Rucola, Lettuce, also Eisbergsalat, geairfrieden Brokkoli. Wir haben noch Okra, meine Frau hat Okra gemacht, schaut mal. Das sind diese Dinger hier. Sehr lecker, sehr gesund. Und die Shrimps kommen da jetzt drauf. Und dann sprechen wir mal über mein Sedativum, mein Schlafmittel, was ich mir jetzt reinziehe die nächsten Tage, was ich jetzt ausprobiert habe, und zwar die Dinger hier. Einmal heißt das Somnia plus Melatonin. Melatonin dürfte ein Begriff sein, hilft beim Einschlafen. Somnia ist ein Komplex aus, ich glaube, 17 verschiedenen Inhaltsstoffen, die alle zusammen unglaublich gut reinfüllen. Wir haben Gamma-Aminobuttersäure, GABA. Wir haben Extra-Melatonin, wir haben L-Dopa, wir haben Tryptophan, wir haben 5-HTP. Ich gucke mal, was da noch alles drin ist. Lavendelextrakt, Baldrian, Makuna, Ashwagandha, Glycin, Zink, Schwarzpfefferfruchtextrakt. Das alles kombiniert. Schmeckt auch übrigens ziemlich geil. Was ist das? Vanille? Achtung. Passion Fruit Vanille. Pass auf. Funktioniert ganz einfach, ihr mixt euch das in so ein Glas oder in den Shaker, trinkt die Hälfte, nehmt 2 Kapseln Melatonin dazu, so mache ich das. Das Somnia, das kickt zuerst nach so 15 Minuten, dann kommen die Kapseln langsam mit und dann wacht man safe immer nachts nochmal auf zum Pinkeln, immer. Und dann trinke ich die andere Hälfte und schiebe nochmal eine Kapsel nach und dann boostet mich das weg für den Rest des Tages, des Abends, der Nacht bis zum nächsten Tag, whatever. So machen wir das. Also, Somnia plus Melatonin, gute Kombi. Und jetzt, Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns beim nächsten, für mich morgen, für euch im nächsten Video. Zum dreifachen Training, volle Kanone in die Fresse und bis zum nächsten Mal. Adieu.